Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer fortgeschrittenen Serie. Wir sind immer noch bei unserer Axt. Wir haben im ersten Teil die Modellierung gemacht. Ich verlinke rechts oben, wie das funktioniert hat. Und jetzt brauchen wir ein Retopo. Das sieht folgendermaßen aus. Wie wir aus einem High-Poly-Mesh so ein Low-Poly-Mesh machen, das zeige ich in den folgenden Schritten. Und zusätzlich, wie wir die Details aus dem Sculpting auf dieses Low-Poly-Modell übertragen können. Wenn wir in den Textured-Mode gehen, ist die gebackene Normal-Map applied und sie sieht aus wie unsere gesculptete Axt. Beachtet, dass das ein Vorschlag ist, wie ihr euren Polycount reduzieren könnt. Es gibt verschiedene Wege. Ich habe noch ein Retopo-Tutorial gemacht. Das verlinke ich ebenfalls jetzt rechts oben. Dort sind noch verschiedene Wege für Retopology erwähnt. Wir beginnen mit einer normalen Plane, die wir seitlich an die Klinge anbringen. Die Plane hat ihren Origin ganz unten in der Mitte, damit wir später einen Mirror Modifier aktivieren können. Das bedeutet, wir gehen in den Edit-Modus und ziehen die erstmal in die Richtung. Wir brauchen das Snapping-Tool auf Face selektiert und danach gehen wir auf unseren Polybuild. Damit und mit aktivierten Edge, Vertex und ohne Face Select können wir unsere Faces jetzt ausrichten. Wir arbeiten uns also jetzt Stück für Stück wie ganz am Anfang nach vorne und remeshen unsere komplette Axt. Achtet auch hier drauf, dass die Silhouette wieder genau so ist wie unsere Klinge. Das bedeutet, ab hier wird die Klinge zulaufend. Und auch hier brauchen wir eine Edge Loop, die sich einmal komplett durchzieht der Länge nach. Wir deaktivieren hier oben Create Quads, damit wir flexibler sind. An der Stelle hier zum Beispiel ziehen wir einfach einen weiteren Tree raus, gehen ein Stück nach unten, noch ein Stück nach unten und ziehen hier wieder ein Tree. Wichtig ist dieser innere Edge Loop, dass der stabil bleibt. Wenn wir das Ganze später als FBX exportieren, werden die ganzen Quads sowieso wieder in Trees umgewandelt. Allerdings werden wir hier dann keinen Einfluss mehr darauf haben, in welche Richtung sie geschnitten werden. Wir wollen die Schnitte aber genau da, wo wir sie benötigen. Von daher schneiden wir von Hand unsere Quads in Trees, damit wir die Brechung von unseren Planes genau beeinflussen können. Ziehen also jetzt einmal zur Klinge und sobald wir gegen Mitte kommen, sollten wir unseren Modifier aktivieren. Bedeutet, wir gehen hier auf Add Modifier, setzen unseren Mirror und aktivieren das Clipping. Beim Triangulieren von dieser Klinge können wir dem Edge Flow folgen und schneiden einmal von oben nach unten, einmal von unten nach oben. Dadurch haben wir diese Spitze betont, denn die Silhouette wird später bleiben. Selbst wenn wir eine Normal Map auf unser Objekt legen, wird die Silhouette sich nicht verändern. Die wird weiterhin Low Poly sein. Bei Flächen wie dieser hier ist uns völlig egal, in welche Richtung unser Cut verlaufen wird. Von daher können wir den als Quad beibehalten. Hier überlagern wir eine komplette Biegung. Dann schneiden wir einmal hier und einmal wieder nach oben und haben jetzt einen Vertice, den wir in die Biegung reinlegen können. Bei unseren Nägeln hier schauen wir, dass wir einen quadratischen Platz freilassen und wir immer an den Punkten einen Vertex haben und einmal hier an den äußeren Kanten einen Vertex haben. Danach ziehen wir einfach bloß einmal in die Mitte und einmal nach außen, einmal in die Mitte und einmal nach außen unsere Trees. Wir schauen, dass die möglichst auf Ground Level sind und verbinden jetzt die nächsten Trees alle mit der Spitze. So sieht unser Stern fertig integriert aus und wir können ihn dann gut auf eine Normal Map baken. Für den Griff, der unsymmetrisch ist, müssen wir erst den Mirror Modifier applyen. Danach können wir weiterarbeiten. Beim Edge Flow über dem Band hinweg haben wir einen Loop Cut gesetzt, damit wir uns stärker an diese Wölbung des Lederbandes anpassen können. Es ist aber nicht nötig, diesen einzelnen Bereich des Lederbandes nochmal extra nachzufahren. Versucht euren Retopo nicht zu fein zu gestalten. Sollte er nicht ordentlich aussehen, können wir ihn immer noch verfeinern. Um weitere Ungleichmäßigkeiten beim Sculpting, die nicht symmetrisch sind, für den oberen Teil sowie die kleinen Lederstreifen besser abzugleichen, können wir den Shrink Wrap Modifier anwenden, indem wir ihn auf unser Low Poly anwenden und mit unserem Pipetten-Tool
direkt auf unser Objekt anwenden. Wenn wir hier durchklicken, sehen wir den Unterschied zwischen aktivierten und nicht aktivierten Shrinkwrap und können somit feststellen, ob es eine Verbesserung ist. Nachdem wir fertig sind mit dem Retopo und alle Stellen abgedeckt haben, werden wir nochmal einen Shrinkwrap Modifier anwenden. In diesem Falle gehen wir vorher auf die Face Selection Mode, markieren alles, Rechtsklick, Triangulate. Durch die erhöhte Anzahl von Polygonen durch das Triangulate werden wir jetzt feiner mit unserem Shrinkwrap Modifier an die ursprünglich gesculptete Form kommen. Hier empfiehlt es sich vorher, bevor wir komplett fertig sind mit unserer Arbeit, einmal auf die Normals zu sehen, ob die richtig gesetzt sind. Wenn wir unser Objekt komplett betrachtet haben und zufrieden sind, dann können wir unsere Axt ins UV Unwrapping begeben. Da unsere Axt handpainted ist, müssen wir darauf achten, dass die Bereiche, die unterschiedliche Farben haben, eine klare Trennung der Seams haben. Das macht es uns später bei der Bemalung erheblich einfacher. Unseren Stern werden wir komplett einmal um seine Form herum schneiden und so unwrappen. Bei der Maserung der Axt wird der innere Bereich die Stirnseite des Holzes sein und der Rest die längliche Faser bekommen. Deswegen können wir genau in der Mitte schneiden und haben hier dann einen sanften Übergang beim Bemalen. Wir schneiden einen Seam direkt auf der Schnittfläche der Axt, da wir hier beide Hälften auseinanderklappen können und auf der innenliegenden Kante ein Seam nicht sichtbar sein wird. An der Rückseite werden wir hier entlang schneiden, da auch hier die wenigste Angriffsfläche für einen Seam ist, der sichtbar sein wird. Durch unseren Mirror Modifier haben wir durch unser komplettes Objekt einen mittleren Seam, den wir verwenden können. Wir schneiden einen Seam der Länge nach am Griff und entfernen die beiden Sterne ebenfalls mit Seam, damit unsere Nägel getrennt davon bemalt werden können. An der Quaste wird ebenfalls der Übersprungspunkt zwischen dem Holz und dem Fell einmal mit einem Seam belegt. Um unsere Quaste perfekt zu schneiden, müssen wir wissen, wie ungefähr unsere Haare verlaufen werden. Da wir zwei unterschiedliche Wuchsrichtungen bzw. Verlaufsrichtungen unserer Maserung haben werden, können wir hier ansetzen und einmal zwischen den einzelnen Büschen hindurchschneiden. Von einer Mitte von drei Quasten aus gesehen wird unser Zentrum geschnitten und zwar bis zur unteren Spitze von einem der verschiedenen Haarbüschel. Wenn ihr euch hier etwas schwer tut und nicht genau wisst, wo ihr am besten schneiden solltet, dann empfehle ich euch erst, euer Check-Pattern zu aktivieren. Dazu gehen wir in den Object-Mode, gehen ins Shading, bauen ein neues Material, Add Texture, Image Texture und sagen Neu. In dem Falle 1024x1024, nennen das Ganze Test und sagen bei Blank UV Grid und sagen OK. Wir verbinden die Base Color mit der Color und dem Material geben wir Pattern. Danach gehen wir wieder ins Modeling und gehen auf den Texture Preview Mode. Aktuell sehen wir jetzt noch keinen Unterschied, liegt daran, dass unser Modell noch nicht geunwrapped ist. Also alles markieren U-Unwrap und wir sehen bereits, wo unsere Probleme sind. Hier unten sieht der erste Teil hier nicht schlecht aus. Hier ist vom Stretching her auch alles einigermaßen in Ordnung, aber hier kommen wir in die Bredouille. Von daher fehlen hier noch ein paar Seams. Wenn wir hier entlang der Wuchsrichtung, in dem Sinne hier, entlang schneiden und die zwei seitlichen Zacken noch ausnehmen, sollten wir bereits das Ergebnis haben, das wir benötigen. Jetzt haben wir einzelne Zacken isoliert. Einmal schneiden. Alles markieren U, Unwrap. Jetzt haben wir bereits hier eine Verbesserung und kümmern uns um den Rest, wie zum Beispiel hier. Auch hier haben wir zwei getrennte Haarbüschel, die wir hier jetzt nochmal aufspalten. Da sich ein komplett rundes und geschlossenes Objekt nicht gut unwrappen lässt, brauchen wir hier einen Seam, damit er ihn klappen kann. Einmal reinschneiden, alles markieren, Unwrap und wir haben auch hier weniger Probleme mit unseren Stretchings. Um die Schellen kümmern wir uns gleich, schauen uns noch unseren Stoßzahn hier unten an. Der sieht aber soweit auch in Ordnung aus. Das bedeutet, das Einzige, was beim Unwrapping noch fehlt, ist der Bereich. Wir können mit L alles markieren und dann bei Select Link auf Seam gehen. Danach werden bloß diese Flächen hier angezeigt. Mit Shift H blenden wir alles andere aus
und sehen nach, ob wir noch irgendetwas vergessen haben. Wir haben die beiden Nägel markiert und in unserem Falle müssen wir an der vorderen Seite schneiden, da wir hier die geringste Schnittfläche für einen Seam haben und er ist zudem am wenigsten sichtbar, da wir hier übergehen in einen Steg. Wir haben hier trotzdem noch starke Verzerrungen. Das liegt daran, dass wir hier oben eine Wölbung haben und er die Wölbung nicht ausmerzen kann. Was wir tun können, um das zu minimieren, sind kleine Hilfsschnitte an den gebeugten Stellen. Blendet alles hier oben aus und betrachtet, ob ihr mit dem Unwrap zufrieden seid oder wie hier noch ein paar Fehler feststellt. Sobald ihr mit eurem Unwrap zufrieden seid, können wir uns mit dem UV-Layout beschäftigen. Dazu geht auf das UV-Editing, markiert alles und markiert alles in dieser Ansicht. Blender ist nicht besonders gut darin, Dinge anzuordnen, sodass sie entweder platzsparend oder gut zu bemalen sind. Unser Map-Layout sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir wollen auch darauf achten, dass sich die Islands nicht überschneiden, wir genug Platz zwischen ihnen haben und dass alle Dinge, die im 3D Viewport nach oben zeigen, hier ebenfalls nach oben zeigen. Ich habe auch die Reihenfolge der einzelnen Islands richtig übereinander gelegt. Auch links und rechts dürfen hier nicht vertauscht werden. Ansonsten haben wir wieder Probleme bei den Seams nach dem Normal Map Baking. Wenn soweit alles vorbereitet ist, erstellen wir uns im Shading eine neue Bilddatei. Wir entfernen unser Test-Pattern, fügen eine Texture hinzu, und zwar eine Image-Texture. In unserem Falle setzen wir unsere Auflösung auf das Maximum oder zumindest auf 4K. Schaut, dass ihr eure Bemalung auf einer möglichst hohen Auflösung vornehmt. Ihr könnt die Qualität immer noch im Nachhinein herunterschrauben, je nach Einsatzzweck. Ihr könnt sie aber nicht mehr verbessern. Von daher können wir entweder mit 8 oder 4K starten. Jedes Nummernfeld in Blender ist ein Taschenrechner, von daher einfach mal 4 eingeben. Wir gehen von UV Grid auf Blank und den Alpha-Wert können wir deaktivieren. Das Ding nennen wir Normal Map und sagen OK. Bei unserem Renderer gehen wir auf Cycles. Hier unten haben wir einen Bake Tab. Hier gehen wir von Combined auf Normal. Selected to Active muss aktiviert sein. Unser Low-Poly-Modell sowie unser High-Poly-Modell sollten jetzt auf Smooth gestellt werden. Wir selektieren erst das High-Poly, dann mit der Steuerungstaste das Retopo-Objekt und bei Bake stellen wir die Distance auf 0,1 Meter fest. Danach klicken wir auf Bake und warten, dass es abgeschlossen ist. Wir haben keinerlei Artefakte und wir haben keinerlei sichtbare Seams. Auch in den unteren, schwer zugänglichen Bereichen für unseren Bake haben wir keinerlei Probleme. Das hier ist unser Low-Poly-Modell und hat diese Details bei einer sehr geringen Vertex-Auflösung. Im nächsten Teil unserer Tutorial-Reihe kümmern wir uns um das Bemalen unserer Axt mit den Tools, die uns Blender zur Verfügung gibt.